Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Ja, wie ihr seht, sind wir immer noch im Homeoffice und ich glaube, die meisten von euch wahrscheinlich auch. Ja, und deshalb haben wir gedacht, holen wir uns mal heute ein bisschen Hilfe. Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Na also, das klappt doch. Ja, dann mache ich es mir jetzt hier gemütlich. So, ich setze mich schön hier hin. Und ihr macht den Rest. Was kommt als erstes? Final Fantasy VII! Final Fantasy VII. Mittlerweile fühlt es sich schon fast so an, als ob es den Wunsch nach einem Remake genauso lange gibt wie das Spiel selber. Das legendäre JRPG scheint Fans nie wirklich losgelassen zu haben. Und Square Enix half dabei. Da tauchte das ikonische Intro auf der E3 2005 beispielsweise als PS3-Tech-Demo auf. Hier hieß es in Interviews, dass da ein Remake kommen könnte, dann aber auch irgendwie eher wieder nicht. Mit zahlreichen Spin-Offs und sogar einem ganzen Film wurde der Final Fantasy VII-Kessel zwar warm gehalten, aber auch nie wirklich das Wunschgericht aufgetischt. Das Warmhalten erreichte auf der PlayStation Experience 2014 seinen Höhepunkt, als man zu einer großen Ankündigung ausholte, dann aber doch nur einen lotterigen PS4-Port präsentierte. Oh mein Gott. 2015 wurde es dann aber endlich doch real. Das Final Fantasy VII Remake. Die Freude war grenzenlos. Zumindest bis klar wurde, dass das Spiel nicht originalgetreu, sondern eher eine Neuinterpretation sein soll. Da wurde ziemlich schnell kritisiert, dass das Rundenkampfsystem des Originals gegen Echtzeitgekeile getauscht, das Spiel in Episoden erscheinen und der erste Teil nur ungefähr ein Fünftel des Originals abdecken soll. Viele Fragen also, die dieses spannende Remake umkreisen. Und jetzt endlich bekommen wir die Antworten. Um ganz ehrlich zu sein, schwingt da bei uns auch immer noch ein bisschen Vorfreude mit. Ey, wenn jetzt noch jemand hier wäre, würde ich sagen, ihr soll mich mal kneifen. Au! Was ist zur verdammten Hölle? Ja, was ist los, Junge? Du wolltest doch gekniffen werden, oder was? Das ist nur so eine Redensart, Mann. Wer bist du und was machst du in meiner Wohnung? Ja, ich bin du. Wie? Na, du. Na, ich? Ja, genau. Aber das geht ja nicht. Ja, anscheinend doch. Und was ist mit den Haaren und den Metal-Klamotten? Na, ich bin dein jüngeres Ich. Du hast einen Bart und bist fast genauso groß wie ich. Na, da guck lieber nochmal genau hin. Ah. Jetzt sehe ich es auch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt? Na, jetzt zocken wir das Final Fantasy Remake und ich sag dir, wenn du in deinem Beitrag wieder Mistfetz hast. Okay. Die Präsentation des Remakes ist fantastisch. Ikonische Szenen und Schauplätze wurden mit viel Liebe zum Original neu designt und grafisch kräftigst aufgegeilt. Der Sektor 7 Slum ist jetzt ein beliebtes Untergrundviertel voller Händler und Bewohner und der Walmart eine trubelige, neonleuchtende Vergnügungsmeile. Zwar spielt der erste Teil des Remakes nur in Midgar, dank vieler Schauplätze und einiger Neuzugänge ist es optisch aber alles andere als eintönig. Vor allen Dingen die überarbeiteten Charaktere haben mich aber schwer begeistert. Irgendwie hat es Square Enix geschafft, Stachelhaare, Schrotarme und bauchfreie Kampfamazonen so zu verpacken, dass sie auch heute nicht falsch wirken. Und beim ersten Blick von Aerith habe ich mich direkt wieder aufs Neue verliebt. Und in Tifa auch. Und in Jesse auch. Und trauriges kleines Füßchen bist du auch. Ja, manche Dinge ändern sich eben nie. Ja, das stimmt. Technisch läuft's auch angenehm rund und lange Ladezeiten gibt es fast keine. Trotzdem ist die Präsentation kein konstantes inneres Blumenpflücken. Denn irgendwie schwankt die Qualität ziemlich stark. Gerade Texturen scheinen nicht die besten Freunde der Entwickler gewesen zu sein. Größtenteils ist alles schick, aber dann springt euch plötzlich kantiger, schmantiger Kram ins Auge. Oh nein, wie schrecklich. Außerdem laden Texturen oft deutlich nach und da, wo normalerweise Spiegel oder Fenster sein sollten, kleben die sich in Midgar anscheinend lieber fettige Backbleche hin. Das alles sieht man zwar eher so am Rande. Was denn? Ja, du bist schon wieder hart am Nöhlen jetzt, ne? Ich bin halt ehrlich. Konzentrier dich doch einmal auf die schönen Dinge. Weißt du, das macht auch viel weniger Falten. Das ist auch schon gut. Das sind auch bald deine Falten. Du kannst doch nicht. Gehst da so hardcore auf den Biss. Der grobe Ablauf der Geschichte bleibt auch beim Remake gleich. Der Shinra-Konzern saugt dem Planeten die Lebensenergie aus und will damit irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen. Dem entgegen stellt sich Widerstandsgruppe Avalanche, die von der Mr. T gewordenen Gatling-Gun Barrett Wallace angeführt wird. Zu Beginn machen die sich an die Sprengung eines Shinra-Reaktors, bei der ihnen Protagonist Cloud Strife unter die Arme greift. Der ist ein ehemaliger, durch genetische Experimente aufgeputschter Supersoldat des Shinra-Konzerns, verdingt sich mittlerweile aber als freischaffender Söldner. Anfänglich steht er dem Schicksal des Planeten höchst gleichgültig gegenüber, dank seiner Kindheitsfreundin und Avalanche-Bardame Tifa Lockhart und einigen anderen Ereignissen soll sich das aber bald ändern. Let's all see what you've got!
An den essentiellen Plotpunkten arbeitet sich die Neuauflage relativ getreu ab, traut sich aber auch immer mal wieder deutlich abzuweichen. Ihr trefft natürlich auf Blumenmädchen Aerith. Dieses Mal wird sie aber von verheißungsvollen Kapuzengeistern verfolgt, die auch im Laufe des Spiels noch eine größere Rolle spielen. Weil der erste Abschnitt des Originals hier über die Laufzeit eines Vollpreisspiels gestreckt wird, haben die Charaktere auch viel mehr Platz. Vorher mehr oder weniger irrelevante Nasen wie Avalanche's Jesse kriegen hier plötzlich eine reiche Backstory und sogar ganze Spielabschnitte geschenkt. Und obwohl das für Final Fantasy VII Hardliner bestimmt ein bisschen Blasphemie ist, wirkt die Erzählung dadurch viel glaubwürdiger und beispielsweise auch die Charakterentwicklung Clouds vom eiskalten Killer zum fast schon schmusigen Kumpeltyp nachvollziehbarer. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Trotzdem hatte ich meine Startschwierigkeiten. Das Remake nimmt sich nämlich nicht immer ernst und behält sich so einen Hauch japanische Weirdness bei. Die gab es zwar auch im Original, hier musste ich mich aber irgendwie länger dran gewöhnen. Gerade weil der Look halt so viel realistischer ist. Und dann gibt es leider immer mal wieder Dialoge, vor allen Dingen mit Nebencharakteren, die seltsam holprig sind. Genau, denn Widerstand können wir auch! Und wie? Das gilt, und es tut mir leid, diese elitäre Kritikerkarte ziehen zu müssen, vor allen Dingen für die deutsche Fassung. Im Vergleich werden da Zusammenhänge verdreht und plötzlich viel weniger nachvollziehbar. Als Beispiel nehmen wir mal das erste Zusammentreffen mit Aerith. Sie schenkt Cloud eine Blume und ist dabei gewohnt charmant as fuck. Der unterkühlte Soldier Boy bleibt aber abweisend, wenn auch mit einem wohlgemeinten Unterton. Look, I'm involved in things. Dangerous things. In der deutschen Vertonung ist Cloud aber einfach nur ein unfreundlicher Spack. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Boah, denk an deine Falten, Junge. Du bist ja wieder nur am Meckern. Naja, ist halt schon schade. Ja, ja klar, aber das Spiel hat dich ja trotzdem umgehauen. Oder wie war das in dem Moment, wo du in Aeriths Kirche gelandet bist? Ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Ach ja. He lives. Finally awake, are we? Sag mal, bist du jetzt am Heulen oder was? Was? Nein. Ja, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass du... Das ist so schön, jetzt in deinem Aerith Infantil. Genau das meine ich, du Lügenlurch, ne? Ja, gut, du hast ja recht. Irgendwann habe ich mich an die kleinen Macken und auch an die tonalen Schwankungen gewöhnt. Nach ein bisschen Zeit fährt die Geschichte auch richtig auf. Vor allen Dingen alte Lieblingsmomente aus dem Original jetzt in modern und hübsch zu erleben, ist halt einfach Gänsehaut. Spätestens beim Gameplay wird aber deutlich, dass das Remake ein ganz neues Spiel ist. Das spektakuläre Geknüppel hat beispielsweise nicht mehr viel mit dem rundenbasierten Original gemein. Von den in Echtzeit eingeschenkten Schellen könnt ihr in den Taktikmodus wechseln, sobald ihr über einen aufgeladenen ATB-Balken verfügt. Hier könnt ihr in Ruhe nächste Schritte planen und Skills, Zauber und Gegenstände abfeuern. Da ihr die ATB-Balken aber nur durch Angriffe, Blocks oder bestimmte Skills lädt, müsst ihr auch in brenzligen Situationen die Konfrontation suchen. Was für eine spannende Dynamik sorgt. Fantastisch ist, dass sich jeder Charakter in eurer Gruppe deutlich anders spielt. Kann Cloud als Nahkämpfer beispielsweise eine Offensivhaltung einnehmen und so physische Angriffe kontern, ballert Barrett als Fernkämpfer einen kräftigen Feuerstoß raus, dessen Abklingzeit ihr zwischen den Salven durch Nachladen verkürzen könnt. Richtig komplex sind die vielen Anpassungsmöglichkeiten. Ihr könnt Materia in Waffen und Ausrüstung klatschen, dank denen eure Crew dann über neue aktive und passive Fähigkeiten verfügt. Ihr könnt eure Waffen mit nach Kämpfen gewonnenen Punkten modifizieren und so Dinge wie eine höhere Angriffskraft oder mehr Lebensenergie freischalten. Und dann sind da auch noch eine Handvoll Waffen, die sich nicht nur höchst unterschiedlich spielen, sondern auch noch Spezialangriffe besitzen, die ihr nach mehrmaliger Nutzung dauerhaft erlernen könnt. Das Kampfsystem ist größtenteils, vor allen Dingen aber bei den ausufernden Fights gegen riesige Endgegner, ein großes Fest. Wären da nur nicht die Probleme mit der fehlenden Übersicht. Die Kamera hat oft Schwierigkeiten, mit der Action Schritt zu halten und bekommt da schon mal spontan mehr Bock auf Wände als auf das eigentliche Ziel. Gerade Gegner in der Luft sind im Nahkampf ein ganz schöner Krampf. Ach, und auf eure KI-Kumpel solltet ihr euch auch nicht zu sehr verlassen. Während ihr sie nicht steuert, machen die nur das Nötigste. Wenn überhaupt. Aber um ehrlich zu sein, finde ich das okay, weil ich ähnlich wie im Original lieber die Strategie der ganzen Gruppe lenke. Erwähnt sei es aber trotzdem mal. Was das Spieldesign anbelangt, ist das Remake der Vorlage ziemlich getreu. Erwartet keine Open-World-Stadt, sondern eher mit Spaghetti-Wegen verbundene Einzelabschnitte. Das Spiel verbietet euch sogar ziemlich oft, Dinge abseits des Weges zu erkunden. Trotzdem haben mich die Dungeons gut unterhalten. Nicht nur, weil es trotzdem viele Geheimnisse zu entdecken gibt, sondern auch, weil sich die Entwickler immer wieder kleine Gimmicks haben einfallen lassen. In den verschiedenen Slum-Städten ist das Remake dann doch ein bisschen moderner. Zahlreiche Bewohner flehen euch um eure Hilfe an. Da müsst ihr mal Ratten zerhacken, mal Katzen suchen. Ehrlich gesagt, bis auf einige spätere Aufgaben alles eher unspektakulär. This sucks. Dafür gibt es aber wieder eine Fülle kleiner Minispiele, die ein ziemlich netter Zeitvertreib sind.
So, ich glaube, das war's. Ich glaube, das hat deine Mutti bei Geburt auch gedacht, ne? Was? Das ist vielleicht auch deine Mutter? Du bist hier nicht fertig. Doch. Ne, schon. Ein Scheiß. Und ob. Weißt du, erst baut sie hier die ganze Zeit am Remake rum. Ja, dabei hast du es noch nicht mal durchgespielt. Gerade jetzt musst du. Ich will doch nur vom Fazit das Spiel durchspielen und hole dafür jetzt gerade raus. Ah, okay, gut, dann ist ja noch. Schön. Darf ich jetzt? Ich bitte drum. Danke. Digga, es sind gerade 2 Minuten vergangen. Was ist eigentlich dein Scheißproblem jetzt? Also größtenteils macht das Final Fantasy VII Remake alles richtig. Gerade beim letzten Drittel saß ich dank toller Momente stellenweise jubelnd vom Bildschirm. Neue Elemente wie die Kapuzengeister machen die im Kern ja eigentlich bekannte Geschichte auch für Kenner wieder spannend. Genau da fangen aber leider auch die Probleme an. Ob ihr Spaß mit der Neuauflage habt, hängt auch ein bisschen von eurer Einstellung dazu ab. Ich habe mit allen Nebenbeschäftigungen ca. 45 Stunden in Midgar verbracht und nahezu jede Minute davon genossen. Inklusive aller Abweichungen vom Original. Einzige Ausnahme ist das Ende, das irgendwie nicht den richtigen Absprung findet und in seinem Größenwahn plötzlich mehr Kingdom Hearts als Final Fantasy VII nachstellt. Das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Auf der anderen Seite bin ich aber jetzt noch gespannter auf die Fortsetzung, die hoffentlich nicht erst 2038 erscheint. So, Feierabend. Ja, schön, ne? Auf jeden Fall. Dann machen wir noch ein bisschen weiter, oder was? Also, ich habe nichts gegen. Was ich dir noch sagen wollte, du bist eigentlich ein ganz dufter Typ, ne? Danke. Ich mag dich eigentlich auch echt ganz gern. Ja, und unverschämt gut aussehen tust du auch. Kann ich nur weitergeben, Mann. Deine Frisur? Purer Sex. Purer Sex. Und jetzt gib mir den Controller, du Schmunzel Kobold, oder setz Fratzengulasch. Resident Evil könnte es momentan nicht besser laufen. Der 7. Teil hat die Serie erfolgreich rebootet und mit der VR-Funktion einen Van Damme-würdigen Spagat hingelegt. Und Resident Evil 2 hat neue Maßstäbe für Remakes gesetzt. Kein Wunder, dass Capcom auf dieses Konzept aufbauen will. Und deshalb steht auch schon das nächste Remake in den Startlöchern. Resident Evil 3. Das Problem im Vergleich zum 2. Teil ist die Vorlage. Nun ja, vielleicht nicht so gut. Als Capcom im Januar letzten Jahres das Remake von Resident Evil 2 veröffentlichte, waren die Fans aus dem Herrenhäuschen. Nicht nur, weil sie sich dieses Remake schon seit Ewigkeiten herbeigesehnt hatten, sondern auch, weil es am Ende super gut war. Dank Top-Inszenierung, geiler Grafik und zeitgemäßen Modernisierungen fühlte es sich gar nicht an wie ein Remake, sondern wie ein komplett neuer Teil der Serie. Und um noch einen draufzusetzen, sagte Capcom noch im selben Jahr: Übrigens, wir machen auch gerade ein Remake zu Resident Evil 3 und das ist schon in 5 Monaten fertig. Say what? Es klang zu schön, um wahr zu sein. Und doch ist es wahr geworden. Nicht mal 1,5 Jahre nach Teil 2 haben wir das Remake von Resident Evil 3 auf dem Tisch. Aber ist es denn jetzt auch genauso ein Knaller wie Teil 2? Werfen wir erst einmal einen Blick auf das Original von 1999. Die Geschichte von Resident Evil 3 spielt zeitlich gesehen vor, während und nach den Ereignissen des 2. Teils und zeigt, wie die Zombie-Apokalypse in Raccoon City ihren Anfang nahm. Jill Valentine, die eigentlich gerade im Begriff war, die Stadt zu verlassen, sieht sich plötzlich konfrontiert mit Horden von Untoten und on top wird sie vom Nemesis verfolgt, einer unaufhaltbaren Biowaffe. Resident Evil 3 bekam damals durchaus gute Wertungen, doch einige Fans der Serie sahen diesen Teil mit gemischten Gefühlen. Die Ausrichtung auf mehr Action durch mehr Gegner fand nicht bei jedem Anklang und die regelmäßigen Auftritte des Nemesis empfanden manche als nervig. Auch der geradlinigere Spielablauf war Geschmackssache. Anstatt wie sonst ein großes, komplexes Areal so lange zu erforschen, bis man sich fast schon heimisch fühlte, Stichwort Herrenhaus und Polizeistation, sprang man jetzt vergleichsweise schnell von einem Setpiece zum nächsten, ohne sich in einem Areal länger aufzuhalten. Sprich, Resident Evil 3 Nemesis war zwar ein guter Teil der Reihe, aber sicher nicht der beliebteste. Zurück zur Gegenwart, zurück zum Remake. Was sofort ins Auge sticht, ist natürlich die hervorragende Grafik. Stimmungsvolle Beleuchtung, fein aufgelöste Schatten, dazu reflektierende Oberflächen, wo immer man hinschaut. Manchmal ertappt man sich bei dem Gedanken, wozu es überhaupt eine neue Konsolengeneration braucht. Vor allem, wenn man sich die Charaktere in den Cutscenes anschaut. Die sind grafisch der absolute Oberknaller. In einer ähnlichen Liga spielen höchstens noch Uncharted oder Death Stranding. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Fast am meisten Spaß machen aber die vielen Umgebungsdetails, die der Welt Leben einhauchen.
Jills Apartment ist quasi wie ein offenes Buch, aus dem sich einiges über ihre Persönlichkeit und ihre aktuelle Verfassung ablesen lässt. So viele Pillen. Im Spielzeugladen erfahren wir, dass Mega Man-Actionfiguren wohl gerade der heiße Scheiß sind. Und in der U-Bahn bewerben Kinoplakate fiktive Horrorfilme, die man tatsächlich gerne sehen würde. Mit jedem Schritt lernt ihr mehr darüber, wie das Leben in Raccoon City wohl war, bevor das T-Virus ausgebrochen ist. Und das wiederum macht das Grauen der Katastrophe umso greifbarer. Gameplay-technisch ist fast alles beim Alten. Zombies wegboosten, Schalter betätigen, Abkürzungen freischalten, Schlüsselgegenstände suchen. Wie ein Resident Evil funktioniert, muss nicht weiter erklärt werden. Ein paar kleine Unterschiede zum Resi 2 Remake gibt's aber dennoch. Zum Beispiel schlüpft ihr an manchen Stellen in die Rolle von Carlos, der zum Sicherheitsteam von Umbrella gehört und der Jill hilft, aus der Stadt zu entkommen. Außerdem ist die Rätseldichte im Vergleich zum zweiten Teil nochmal gesunken. Eigentlich gibt's nur zwei Knöpfchendrückszenen, die man noch gerade so als Rätsel bezeichnen könnte. Und dann gibt's neuerdings eine Ausweichbewegung, die, wenn perfekt ausgeführt, sogar kurz die Zeit verlangsamt. Besonders hilfreich, wenn der Nemesis mal wieder Radau macht. Apropos Nemesis. Nervt er? Verfolgt er euch durchs ganze Spiel? Nein, eigentlich nicht. Tatsächlich startet der hässliche Riese überraschend seltene Jagd auf euch und das auch nur im ersten Drittel des Spiels. Und bei einigen dieser Szenen müsst ihr nicht mal groß überlegen, wohin ihr flüchtet, denn der Fluchtweg wird euch geradezu auf die Nase gebunden. Dass er ständig und überall die Party sprengt, kann man jedenfalls nicht sagen. Wer Mr. X aus Teil 2 verkraften konnte, wird auch mit dem Nemesis kein Problem haben. Halt, eine Sache will ich noch loswerden, und zwar direkt an dich, Nemesis, und eigentlich auch an alle anderen überpowerten Monster und Supergegner da draußen. Hört auf, eure Opfer zu packen und sie dann wegzuwerfen. Das macht keinen Sinn und ist saudumm. Guck mal hier, Nemesis, da hat's der Jill am Schlafittchen und hättest deinen Job eigentlich easy beenden können. Und was machst du? Wirfst du weg. Wirfst du weg, holst einen Flammenwerfer raus, jagst sie damit eine Baustelle hoch und lässt sie da oben dann den Arsch versohlen. Merkst du selber, oder? Und das war nicht das erste Mal, wo du das gemacht hast. Am Anfang hast du es auch gemacht, gleich zweimal. Hast du gepackt und hast du weggeworfen. Dummer Nemesis. Und ja, ich weiß, dass ihr krassen Supergegner die Helden nicht gleich am Anfang killen dürft, auch wenn ihr es könntet, weil dann wäre ja alles vorbei. Aber dann packt sie halt auch nicht. Herrgott, noch eins. Oder Ingo, sag doch mal. Da hast du vollkommen recht. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ja, bin ich auch so. Wie auch immer. Bis hierhin klingt das doch alles ganz gut. Bewährtes Gameplay, super Grafik, Nemesis nervt nicht. Aber Resident Evil 3 hat auch einen sehr dicken Makel. Es ist zu kurz. Die durchschnittliche Spielzeit liegt bei 5 bis 6 Stunden. Und laut Internet haben manche Spieler nur um die 4 Stunden für ihren ersten Durchlauf gebraucht. Wobei, es gibt auch Leute, die über 8 Stunden gebraucht haben. Ja, mein Gott, ich bin halt ein paar Wege doppelt gelaufen oder bin auch ein, zwei Mal draufgegangen. Aber ich wollte das Spiel halt auch genießen. Ich habe mir alles ganz genau angeguckt, bin immer schön vorsichtig gewesen, habe immer schön mein Inventar sortiert. Ich wollte halt nicht so durchhetzen wie so Möchtegern-Hochleistungs-Gamer. Na dann. Aber selbst wenn man so schneckenlahm spielt wie Trant und 8 Stunden braucht, ist das nicht viel. Der Grund für die kurze Spielzeit ist, dass viele Abschnitte aus dem Original gestrichen oder stark eingedampft wurden. Zum Beispiel der Anfang. Im Original trefft ihr Carlos erst nach einer guten Stunde und habt bis dahin bereits viel von der Stadt erkundet, wichtige Gegenstände gesucht und seid mehrmals vor dem Nemesis abgehauen. Im Remake trefft ihr Carlos schon nach 10 Minuten und die bestehen überwiegend aus Cutscenes und gescripteten Events. Im späteren Verlauf wird dann klar, dass einige Locations sogar komplett fehlen, wie der St. Michael's Uhrturm oder der Raccoon Park. Im Original zwei reichhaltige Abschnitte mit neuen Gegnern und Rätseln, im Remake einfach nicht vorhanden. Und das ist schon ziemlich faul für einen 60-Euro-Vollpreistitel. Erst recht, wenn man es mit dem Resident Evil 2 Remake vergleicht. Dessen Kampagne war nicht nur doppelt so lang, es gab auch zwei Varianten der Kampagne, die jeweils mit Leon und mit Claire gespielt werden konnten. Resi 3 hingegen hat nur eine Kampagne und mit Jill auch nur einen Hauptcharakter. Das Einzige, was zu weiteren Durchläufen motiviert, sind die Herausforderungen und der damit verbundene Itemshop. Erledigt die Aufgaben wie besiege 200 Gegner mit dem Sturmgewehr, lies alle Akten oder finde alle Charlie-Figuren, dann bekommt ihr Punkte und für die kauft ihr euch im Shop neue Kostüme, spezielle Waffen oder andere Hilfsmittel. Das ist zwar ganz cool, macht den mageren Story-Kohl aber auch nicht fett. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Wir machen mal halblang. Okay, jetzt haben wir noch nicht über den Mehrspieler-Modus Resistance gesprochen. Und keine Angst, den besprechen wir gleich noch. Aber selbst wenn Resistance was taugt, sind wir uns sicher alle einig. Die Resident Evil-Reihe ist nicht durch crazy Multiplayer-Fun groß geworden. Ein Resident Evil kaufte man wegen einer geil inszenierten Story-Kampagne, wegen einer immersiven Welt und wegen des einzigartigen Horrorfilm-Flairs.
und dass Resident Evil 3 all das bietet, bestreiten wir gar nicht. Im Gegenteil, rein qualitativ ist es ein echtes Brett. Nur leider ein sehr kurzes Brett. Moin moin auch von mir, herzlich willkommen zu den News. Und weil ja Ostern war, holen wir zu Beginn erstmal ein bisschen was auf. In der vergangenen Woche hat Sony nämlich ziemlich überraschend erste Informationen und Bilder zum DualSense getauften Controller der PlayStation 5 veröffentlicht. Während einige Features wie die adaptiven Trigger, die zum Beispiel den Widerstand der Sehne beim Schuss mit einem Bogen simulieren, bekannt waren, gibt's auch ein paar Neuigkeiten. Dazu zählen zum Beispiel der USB-C-Anschluss, das eingebaute Mikrofon und der Create-Button, der die Share-Taste ersetzt. Besonders ins Auge springen natürlich die abgeänderte Form, die verschlankte Lichtleiste und das markante zweifarbige Design. Und weil das nicht jedem PlayStation-Fan schmeckt, gibt's schon jetzt eine ganze Reihe unterschiedlicher Fandesigns. Vom klassischen DualShock-Look bis hin zu verschiedenen an Spiele angepasste Sondereditionen. Neben den bestätigten Informationen finden sich im Netz eine ganze Reihe unbestätigter Patente, die auf weitere Features hinweisen, die möglicherweise kommen könnten. Dazu zählen beispielsweise Cloud-Gaming-Features, die euch auf verschiedenen Bildschirmen spielen lassen, ohne die Konsole durch die Wohnung tragen zu müssen. Oder die Möglichkeit, die Steuerung einer Figur auf mehrere Controller aufzuteilen. Wer den Controller pünktlich zum Release in den Händen halten will, könnte übrigens vor leeren Regalen stehen. Einem Bericht des Magazins Bloomberg zufolge will Sony die Produktion der PlayStation 5 im ersten Fiskaljahr, also bis Ende März 2021, auf 5 bis 6 Millionen Konsolen beschränken. Zum Vergleich. In einem ähnlichen Zeitraum wurden rund 7,5 Millionen PS4-Konsolen verkauft. Und auch die war zum Release zeitweise schwer zu bekommen. Der Grund für diese Entscheidung liege nicht in der Corona-Pandemie, sondern im hohen Preis der Konsole. Der soll zwischen 499 und 549 US-Dollar liegen, weshalb Sony geringere Absatzzahlen befürchte. Und damit kommen wir zum Thema Gamescom. Mit den aktuellsten Beschlüssen der Bundesregierung steht nämlich fest, wie gewohnt wird die Gamescom 2020 nämlich nicht stattfinden. Den Beschlüssen der Bundesregierung zufolge werden in Deutschland bis zum 31. August nämlich keine Großveranstaltungen stattfinden. Bereits vor einigen Wochen betonten die Veranstalter der Gamescom, dass eine Verlegung der vom 25. bis zum 29. August geplanten Messe, genau wie eine komplette Absage, nicht in Frage kommt. Es blieb augenscheinlich also nur ein Szenario. Die Gamescom 2020 findet digital statt. Nachdem die Verantwortlichen zwischenzeitlich via Twitter auf die neuen Maßnahmen reagierten, wurden diese Planungen inzwischen auf der offiziellen Homepage bestätigt. Neben der Opening Night Live oder Gamescom Now sollen weitere Module entwickelt und ausgebaut werden. Auch die Entwicklerkonferenz DevCom wird ausschließlich digital stattfinden. Weitere Informationen sollen Mitte Mai folgen. Herzlich willkommen zum Wochenticker. Es folgt Interessantes im Überblick. Gekennzeichnet. Das europäische Ratingboard PEGI und das amerikanische ESRB weisen künftig deutlicher auf Lootboxen und Kartenpakete hin, die gegen Echtgeld gekauft werden können. Bereits seit 2018 weist das ESRB grundlegend auf Ingame-Käufe hin. Geleakt! Nachdem über den offiziellen Crysis-Twitter-Account diverse Andeutungen gemacht wurden, ist eine Neuauflage des Shooters über die offizielle Homepage geleakt. Inzwischen wurde ein erster Teaser veröffentlicht. Erscheinen soll die Remastered-Fassung von Crysis für PC, PS4, Xbox One und Switch. Remake die dritte? Laut der Website VGC könnte sich ein Remake von Resident Evil 4 in der Mache befinden. Der Release sei für 2022 geplant. Weil sich das Ganze auf anonyme Quellen beruft, solltet ihr in puncto Vorfreude aber noch Vorsicht walten lassen. Neues Modell? Im Code des jüngsten Firmware-Updates der Switch will Dataminer Mike Haskin Hinweise auf eine neue Variante der Nintendo-Konsole gefunden haben. Die entsprechenden Zeilen deuten laut Haskin auf ein Modell mit einem zweiten Bildschirm hin. Auch hier gilt natürlich, bei Spekulationen ist Vorsicht angebracht. Überraschung! Entwickler Fraxis Games hat einen neuen Teil der XCOM-Reihe angekündigt. Der hört auf den Namen Chimera Squad und soll am 24. April für den PC erscheinen. Ankündigung die zweite. Mit einem Trailer haben Codemasters das Rennspiel Formel 1 2020 angekündigt. Enthalten sein soll unter anderem ein neuer Modus, in dem ihr euer eigenes Team gründen könnt. Der Release ist für Juli geplant. Ankündigung die dritte. Knobelfans dürfen sich auf einen neuen Teil der Picross-Reihe freuen. Ab dem 23. April soll der Titel zum Download für die Switch bereitstehen. Indie-Stütze. Mit einem Fonds von 10 Millionen US-Dollar möchte Sony Indie-Entwickler unterstützen, die mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen haben. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen. Ausschließlich digital. In einer E-Mail hat Microsoft angekündigt, alle internen und externen Events bis Juli 2021 ausschließlich digital stattfinden zu lassen. Das würde ebenfalls bedeuten, dass die Xbox-Macher nicht an der vom 15. bis zum 17. Juni geplanten E3 2021 teilnehmen. Kleiner als gewohnt?
Einem Bericht des Magazins Kotaku zufolge könnte GTA 6 zumindest zum Release kleiner ausfallen, als man es von bisherigen Serienteilen gewohnt ist. Nach dem Release soll das Spiel dann kontinuierlich erweitert werden, heißt es in dem Artikel. So wolle Rockstar Games Crunch-Phasen eindämmen, nachdem das Unternehmen in der Vergangenheit für die Arbeitsbedingungen kritisiert wurde. Das Arbeitsklima bei Rockstar Games soll sich inzwischen erheblich verbessert haben. Und das war's dann auch schon mit den News für diese Woche. Ich gebe wieder ab zu euch, denn ihr macht ja die Moderation dieses Mal. Also, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war's aber noch nicht mit Resident Evil 3. Die Entwickler haben nämlich noch ein kleines Goodie oben drauf gepackt. Und zwar einen Multiplayer-Modus. Der wurde eigentlich mal als eigenständiges Spiel namens Project Resistance angekündigt. Jetzt gibt's ihn einfach dazu. Ist die Frage, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ohne großes Blabla springen wir auch gleich rein ins Thema. Resident Evil Resistance ist ein asymmetrischer Multiplayer-Modus für 5 Spieler. 4 davon schlüpfen in die Rolle der Überlebenden und müssen sich unter Zeitdruck durch 3 Areale kämpfen. Der Ausgang eines Areals lässt sich jedoch nur öffnen, wenn 3 Schlüsselgegenstände gefunden oder 3 sogenannte Kerne zerstört wurden. Genau das zu verhindern, ist der Job von Spieler Nummer 5, dem Mastermind. Aus seiner Schaltzentrale heraus hetzt er den überlebenden Zombies und Monster auf den Hals, installiert Bodenfallen, knipst das Licht aus und ballert mit ferngesteuerten Geschützen rum. Und als ob das nicht genug wäre, kann er einzelne Monster auch direkt kontrollieren. Fiese Nummer. Aber die Versuchskaninchen haben spezielle Eigenschaften, die ihre Überlebenschancen steigern. Valerie kann das Team mit einem kleinen Springbrunnen heilen, sowie Gegenstände und Feinde optisch hervorheben. January kann auf diverse Arten Kameras außer Gefecht setzen und die Aktionen des Masterminds behindern. Tyrone ist der Mann fürs Grobe. Er setzt auf Nahkampfangriffe, kann Türen besonders schnell aufbrechen und für kurze Zeit die Widerstandskraft der Kameraden steigern. Und Martins Spezialität ist die gefahrlose Entschärfung von Fallen sowie das Blenden und Lähmen von Feinden. Dann gibt's noch Samuel, der gut boxen kann, sowie Becker, die gut schießen kann. Aber auf die 2 pfeifen wir jetzt mal, denn in unserer groß angelegten Testsession haben wir uns auf die ersten 4 Helden beschränkt. Colin ist Martin, der Blender. Sarah ist Valerie, die Heilerin. Trant ist Tyrone, der Haut drauf. Und Feline ist Jen, die Hackerin. Gemeinsam treten sie an gegen Evil Mastermind Matthias, der direkt nach der Aufnahme schrieb: Okay, aus irgendwelchen Gründen ist mein Kamerabild alles weg. Ich kann all die Videos, die ich kopiert habe, nicht auf meiner Festplatte finden. Ich raste aus. Wie wird dieses Experiment ausgehen? Können die 4 tapferen Teenies ihre Freiheit wiedererlangen? Oder werden sie in den schrecklichen Labyrinthen des bösen Matthias einen qualvollen Tod sterben? Oh, noch mehr Zombies. Jetzt steht hier ein fucking Zombie auf. Aber ich kann auch die Kamera diesmal nicht sehen. Noch mehr Hunde, Zombies, alles voll, alles steht auf dem Boden auf. Jesus. Ich verrat's euch schon mal, sie werden sterben. Immer. In keiner Runde hatten die Überlebenden eine Chance. Aber halt, rennt nicht weg. Nur weil ich euch den Ausgang gespoilert habe, wisst ihr nicht, wieso die 4 keine Schnitte hatten. Schauen wir uns exemplarisch ein paar Szenen an. Ist ganz lustig, versprochen. Im Casino-Level nutzen die 4 zunächst eine recht erfolgversprechende Taktik, denn sie teilen sich in 2er-Teams auf. Wobei das so nicht geplant war. Es hat sich einfach so ergeben. Matthias hat sich einfach zu sehr darauf fokussiert, Trant und Colin zu nerven. Komm mal denn hier, wo ist denn der Lichtschalter? Muss man doch hier den Lichtschalter ausmachen. So. Das Licht ist wieder aus. Ich mach das Licht wieder an, weil das ist ja lustig. Ah, Ficky, Hund beißt mich. Trant, schlag zu. Oder kick ihn einfach. Wir werden beschossen von der Kamera. Colin, wir werden beschossen. Ja, ja. Und während die beiden Herren die ganze Zeit im Eingangsbereich rumgeeiert sind, haben die beiden Damen schon alle 3 Schlüssel gefunden. Da ist der letzte Schlüssel. Ich nehme den letzten Schlüssel und wir rennen einfach zurück. Leute, wir können runter. Jo, ja, wir können zurück. Wir haben hier einfach nur überlebt. Wir haben gar nichts gerissen. Wir haben einfach nur überlebt. Irgendwie sehe ich nur die Jungs. Wo sind denn die Mädels hin? Da drüben laufen sie rum. Müsst ihr näher hier drankommen? Ihr müsst alle zum Angriff. Ja, ich komme, ich bin noch hier. Na gut, Phase 1 haben sie geschafft. Kein Problem. Im zweiten Bereich lief's aber nicht mehr so gut. Hier musste erstmal ein Wächterzombie gefunden werden. Und als sich alle bei diesem versammelten, zog der Mastermind langsam aber stetig die Chaos-Schraube an. So, wo ist der Wächter? Der ist oben die Treppe, rechts jetzt. Hier ist der scheiß Lichtschalter. Okay. Scheißdreck! Es ist nicht zu schaffen. Oh, jetzt werde ich geblendet.
Ey, was für ein Bullshit. Oh, ist das was für ein Bullshit. Und dann kommt die Big Gun raus. Aber in einer Millisekunde habe ich wieder diese Heilfähigkeit. Dann kann ich uns vielleicht ein bisschen was zurück. Ja, oh, der Hund beißt mir in den Arsch. Genau, jetzt oh, ja, ist auch hier ein Börsen. Oh, jetzt ist hier auch noch der Augen auf dem Arm. Alles klar. Da wird wohl nichts mehr. Ey, das ist ein Crap. Alter, der matscht mir die Fresse weg. Und die Tür vor Sarahs Nase zugemacht. Just as expected. Ach, das ist doch Quatsch. Ey, wir waren nicht so schlecht dafür, dass... Doch. Schwamm drüber. In der nächsten Runde klappt's bestimmt. Die Zweierteam-Taktik hat sich ja eben schon bewährt. Bei der ersten Runde habt ihr euch ja von uns getrennt und das war auch gut. Ich finde diese also so Zweierteams zusammen, ziemlich gut. Allerdings hält sich das Team schon am Anfang mit lauter Kleinigkeiten auf, sodass Matthias in aller Seelenruhe Zombies und Hunde hinter der nächsten Tür stapeln kann. Eine Landmine kann auch nicht schaden. Noch ein Crawling-Zombie und noch ein Hund und noch ein Zombie. So. Oh, da ist ganz viel Action. Jesus fucking, what the fuck. Dadurch gelingt es ihm schon im ersten Abschnitt für ein heilloses Durcheinander zu sorgen. Er stopft das Büro mit weiteren Gegnern voll. Leute, wenn ja, ihr alle einmal kurz stehen bleibt, heile ich euch. Kommt okay, mit hier. Achtung, Scheiße. Oh, nee, ja. Alter, geh doch weg. Und nervt mit den ferngesteuerten Geschützen. Oh, die nervige Kamera schießt schon wieder. Ey, diese blöde. Mit Mühe und Not können die Teenies zwar den Ausgang öffnen. So, schön, allen nochmal einen mitgegeben. Doch die Suche nach den Schlüsseln hat einfach zu lange gedauert. Für den zweiten Abschnitt, in dem wieder der Wächterzombie gefunden werden muss, fehlt also viel Zeit. Und Matthias hat jetzt auch wieder die Möglichkeit, William Birkin auf den Plan zu rufen. Oh, William Birkin ist hinter mir her! Hat ihn erwischt. Trant gelingt es zwar noch, den Wächterzombie umzunieten, aber das bringt auch nichts mehr. Wir haben noch 17 Sekunden. Wo müssen wir denn hin? Ach, wieder. Wir müssen wieder zu drei verschiedenen Terminals. Zu drei verschiedenen Terminals ach, komm, müssen wir ey, gehen. Never. Und das war's. Die Zeit ist um. Planänderung. Vielleicht ist es doch besser, zusammen zu bleiben. Bleiben wir zusammen, ja? Ja, okay. Taktik alle ist, dass er uns auf nicht... einem Haufen. Genau, möglichst Fähigkeiten gut einsetzen, sich nicht trennen lassen. Weil klar, wenn der einen von uns einzeln hat, dann kann er den so fertig machen und die anderen sind dann im Todesheilroulette gefangen. Tatsächlich läuft diese Runde zunächst ziemlich gut für die Überlebenden. Sie bleiben zusammen, gehen systematisch vor und helfen sich gegenseitig. Ich werde vom Hund hinter euch attackiert. Ja, ja, Moment, ich habe die Kamera ausgemacht. Okay, Hund ist tot, alles klar. Alles da klar. Ist ein Schlüssel irgendwo. Seht ja, ihr den Schlüssel? Nein. Der ist um die Ecke. So ist der erste Abschnitt schnell geschafft und auch den zweiten bringen sie hinter sich, obwohl Matthias wieder seine Billo-Taktik auspackt und William Birkin vor den Ausgang stellt. Wir müssen uns alle nur zur Tür stellen. Ja, ich bin gleich tot. Ich bin da. Wir haben es geschafft. Abschnitt 3. Die Freiheit winkt schon. Doch was muss hier gemacht werden? Erstmal mit dem Aufzug eine Etage nach oben fahren. Sehr gut. Da oben ist der erste. Da okay. Oben ist ein ah, erstes. Ja. Ist was. Ach ja, genau. Es müssen diese Biokerne zerstört werden. Na, das kann ja nicht so schwer sein. Ich hau das Ding kaputt. Trant macht das Ding auf. Ja, genau. Ich hab dem innen den Arsch geschossen. Jetzt ist mein Hammer kaputt. Nein! Da muss ey. Normalerweise noch was daneben stehen oder so. Ist hier nichts? Wie lange dauert das denn? Und weil die Dinger härter sind als Trants Vorschlaghammer, hat Matthias wieder genug Zeit, die Party zu sprengen. So, jetzt hier nochmal zwei Selbstzerstörungszombies rein. Einballern einfach nur. Ja, ich kann leider nichts sehen. Alter, jetzt ist hier so ein fetter Platzer. Und Overtime. Es ist zu lächerlich. Es ist einfach zu lächerlich. Mir fällt nichts ey, mehr ein. Ey, aber wir waren schon in Raum 3. Und das, obwohl Matthias auch was gemacht hat. Zum Abschluss schauen wir noch kurz in die letzte Runde rein. Die haben die Überlebenden zwar auch nicht gewonnen, aber da gab es am Ende des zweiten Abschnitts eine richtig epische Szene. Denn obwohl die Zeit quasi schon abgelaufen war, konnte die Truppe das Ende immer wieder hinauszögern. Komm, es gibt alles Zeit. Ja, vielleicht. Ja, das ist korrekt. Bis zum Schluss. Jeder Gegner gibt Zeit. Ja, komm, ey, komm, jetzt schaffen wir das. Komm! Mit dem Mut der Verzweiflung. Wo ist das letzte Terminal? Okay, letztes Terminal. Treppe runter. Da durch die Tür, runter. Durch die Tür, oh, durch die Tür. Das letzte hier ist Terminal. Das Terminal. Was, wo? Hier, wo ich bin. Trant, komm hierher. Ich werde von Matthias nicht da, wo ich bin. Ja, ist egal, ich krieg mach's echt los. Egal. Do it. Ja, mach's hin, los. Okay, jetzt schnell zum Ausgang, Leute. 18. Scheiße, das ist falsch. Philin, rechts rum. Ja. Alle in die Sackgasse. Okay, ist gut. Nein, ist die scheiß Tür zu. Scheiße, wenn wir sie alle müssen, dann bringt es nichts. Ja, wir sind komm. Da, wir sind da! Ja. Alle hier, Trant! Okay, cool.
Aber das bringt uns jetzt nicht so viel. Wir kriegen. Ach, das ist mega gut! Wow, das war spannend. Im dritten Abschnitt war zwar wieder Sense, aber den heldenhaften Moment von eben konnte den vier Teenies niemand mehr nehmen. Da haben sie dem bösen Matthias gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich brauche jetzt erstmal eine Woche Urlaub. Ja. Mann, ey. Na? Oh Gott. Hat das nicht Matthias. Spaß gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Ich kann es auch nicht genau sagen, aber ich hätte euch in der zweiten auch schon platt machen können. Hallo, wir hatten da so einen richtig krassen Buddy-Moment. Da ging es um jede Sekunde und wir haben es richtig deswegen, krass noch durchgezogen. Ich hab euch Zombies vor die Nase gesetzt, sie kontrolliert, damit ihr sie töten könnt, ohne dass sie euch angreifen, damit ihr noch Zeit drauf bekommt. Okay. Bisschen Luft holen lassen. Das sollten sie doch hinkriegen. Wie sie einfach weiterlaufen. Warte, ich möchte mitlaufen. Oh, Phase 2 geschafft? Mensch. Das war aber krass. Oh, danke schön. Danke, Matthias. Jetzt hast du uns den besten Moment des Tages genommen. Na, der Wohnmoment war doch super. Also, das hat man Nee, das hat man gemerkt. Ich bin teilweise mit dem Zombie mit euch mitgelaufen. Das war sehr Spaß. Also, Phase 2, nach zwei Drittel habe ich quasi aufgehört, was zu machen, damit ihr noch in Phase 3 wieder reinkommt. Oh, das ist traurig. Tja, was lässt sich nun über Resistance sagen? Das Konzept ist auf jeden Fall super und beide Seiten können eine Menge Spaß haben. Die Überlebenden freuen sich über erfolgreiche Teamplay-Momente und der Mastermind ergötzt sich an ihrem Leid und ihrem Schmerz. Was nicht super ist, ist die Spielbalance, denn der Mastermind ist einfach zu mächtig. Ihm stehen unheimlich viele Ressourcen zur Verfügung und er hat auch kaum mit Einschränkungen zu kämpfen. Die Überlebenden hingegen müssen sich nicht nur mit seinen Gemeinheiten herumplagen, sondern auch mit Munitionsmangel, mit zerbrechlichen Waffen, mit Übersichtsproblemen und nicht zuletzt mit der trägen Steuerung. Oh Gott. Achtung! Und? Ernsthaft? Fuck. Ey, mit dem Baseballschläger gegen den Hund ist nicht zu machen. In der Story-Kampagne ist die serientypische Steuerung kein Problem. Doch in einem hektischen Multiplayer-Modus nervt sie eher. Ebenso wie blöde Nahaufnahmen von Zombie-Beißattacken, während denen man eh nichts machen kann. Die nehmen unheimlich viel Drive aus dem Spiel. Schade eigentlich, denn wie gesagt ist die gesamte Spielidee wirklich gut. Sie ist nur ziemlich holprig umgesetzt worden. Als Dreingabe zum Hauptspiel ist Resistance also okay. Und mit einem dicken Fell kann man damit auch durchaus Spaß haben. Als Kaufargument für Resident Evil 3 dient dieser Modus aber nicht. Das war's mit Game 2. Der besten Sendung der Welt. Selten sah ich Besseres im Internet. Und der besten Community der Welt. Ist doch mal ein Abo da. So wie wir. Das zweitbeste Video der Welt findet ihr hier. Wiederschauen. Was? Wiederschauen? Reingehauen.